Christus Mansionem Benedicat. Christus segne dieses Haus. Diesen Segen schreiben in den kommenden Tagen wieder mehr als 10.000 Sternsinger aus dem Bistum Limburg an die Haustüren der Menschen. Auf vier Mädchen und Jungen aus der katholischen Kirchengemeinde St. Georg in Brechen-Werschau wartet am 4. Januar eine besondere Aufgabe. Gemeinsam mit anderen kleinen Königen aus ganz Deutschland werden sie Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Segen ins Bundeskanzleramt in Berlin bringen. In dunkler Nacht ist uns erschienen, ein Stern, der uns den Ruhm ließ. Wir folgen ihn auf seinem Weg, zu sehen, was er uns verhieß. Auch ohne Berlin-Reise ist die Sternsinger-Aktion den Kindern ein besonderes Anliegen. Da? Also man sammelt ja für den, denen es jetzt nicht so gut geht. Und ja, wir haben ja eigentlich alles und denen fehlt das ja. Ich mache auch mit, weil man den Kindern halt hilft und wir haben alles. Sie haben halt nichts und dann geht es denen ja auch besser. Und dann sterben auch nicht mehr so viele, weil die dann bessere Medikamente bekommen. Die Aktion Dreikönigssingen ist eine gemeinsame Initiative des Kindermissionswerkes, die Sternsinger und des BDKJ. Gut.